Preis den Herrn. Praise the Lord. Preis den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Can you just give a clap of hand to our Lord? Bitte mal für den Herrn klatschen. Hallelujah. Hallelujah. And tell your neighbor. Und sag deinem Nachbarn. You are welcome. Du bist willkommen. Tell your neighbor again. Sag deinem Nachbarn nochmal. You are wonderful. Du bist wunderbar. Tell your neighbor again. Sag deinem Nachbarn nochmal. God loves you. Gott liebt dich. Welcome in the house of God. Willkommen im Haus Gottes. Hallelujah. Hallelujah. This is the day the Lord has made for us to rejoice in it. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, damit wir uns in ihm erfreuen. Hallelujah. Hallelujah. I am glad to be here. Ich bin glücklich, hier zu sein. And I know you are also glad. Und ich hoffe, dass ihr auch glücklich seid. And we are here for a purpose. Und wir sind für einen Zweck hier. Because God has done wonders in our midst. Denn Gott hat Wunder in unserem Leben getan. Hallelujah. Hallelujah. And let us go to the scripture. Und lasst uns mal in der Schrift lesen. To hear the word of God. Und wir wollen das Wort Gottes hören. Hallelujah. Hallelujah. 1 Samuel 1. 1. Samuel 1. 2. 1. Samuel 1, Vers 2. To 7. Samuel. 1. Samuel 1. 2-7. Bis 7. 1. Samuel 1 bis 7. Okay. Can someone read or shall I read? Erster Samuel 1 bis 7. Und er hatte zwei Weiber. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Und Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging von Jahr zu Jahr aus seiner Stadt hinauf, um Jahweh, der Herrscharen, anzubeten und ihm zu opfern, zu Silo. Und deshalb waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas, Priester Jahwes. Und es geschah an dem Tag, da Elkanah opferte, da gab er seinem Weibe Penina und allen ihren Söhnen und ihren Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er liebte Hannah, aber Jahwe hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkungen, um sie aufzubringen, weil Jahwe ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, also kränkte sie sie, so oft sie zum Hause Jahwes hinaufzog, und sie weinte und aß nicht. Halleluja. Halleluja. This was two women. Sorry. This was two women. Es gab zwei Frauen. Married to one man.
mit einem Mann verheiratet. Yes. And one have many children. Und einer hatte viele Kinder. And the other one had no child. Und die andere hatte kein Kind. The one having many children. Diejenige, die viele Kinder hatte, were always laughing at the other one. War immer am Lachen. She was so bitter. Sie war so bitter. And she always cried. Und sie weinte immer. She felt so pity about herself. Sie tat sich selber so leid. She even stopped to eat. Sie hörte sogar auf zu essen. She was in pain. She was so much in pain. Sie war so sehr im Schmerz. But one day. Dass eines Tages. One day. Eines Tages. Say one day. Eines Tages. One day. Eines Tages. She went to the house of the Lord. Eines Tages ging sie zum Haus des Herrn. Just like you are here today. Genauso wie ihr heute hier seid. One day. Eines Tages. She found herself in the house of the Lord. Eines Tages fand sie sich selbst im Haus des Herrn. And that day. Und an diesem Tag. Was the beginning. War der Anfang. Of the change. Der war der Anfang der Veränderung. Of her life. Ihres Lebens. That day. Dieser Tag was the end war das Ende of her pain. Ihres Schmerzes. That day dieser Tag was the end war das Ende of her sorrow. Ihrer Sorgen. In the house of the Lord. In dem Haus des Herrn. Halleluja. Halleluja. I just want to tell you, you are just at the right place. Ich möchte euch nur sagen, dass ihr hier am richtigen Platz seid. At the right time. Zur richtigen Zeit. Sometimes you might not know why you are here. Manchmal, wenn ihr vielleicht nicht wisst, warum ihr hier seid. Sometimes you might even think, I know why I am here. Und manchmal denkt ihr vielleicht, ich weiß, warum ich hier bin. I want to tell you, God knows more than you. Da möchte ich euch sagen, Gott weiß mehr als du. Because one day, denn eines Tages in the house of God, in dem Haus Gottes is more than 1,000 outside. Ist mehr, es ist mehr als 1,000 Tage außerhalb. Because only in that day, denn nur an diesem Tag, God changed the story of Anna. Hat Gott die Geschichte von Hannah verwandelt. She was in the house of God and continued crying. Sie war im Haus Gottes und weinte immer noch. She poured out her heart. Sie schüttete ihr Herz aus. She cried and cried and cried. Sie weinte und weinte und weinte. Until the priest, bis der Priester, came to her, zu ihr kam, and said, und sagte, why are you so drunken? Warum bist du so drunken? Yeah. So betrunken? Yeah. Okay. Warum bist du so betrunken? Because he thought she was drunken. Denn er dachte, sie sei betrunken. Of course she was drunken. Natürlich war sie betrunken. She was drunken with bitterness. Sie war betrunken an ihrer Bitterkeit. She was drunken with problems. Sie war betrunken mit Problemen. She was drunken because of her. Sie war betrunken aufgrund ihrer. Her co, I don't know how to call her. Okay. She was the second wife of her husband was laughing at her. Ja, also die andere Frau ihres Ehemannes lachte immer she was über sie. Because she had no child. Sie weinte, weil sie kein Kind hatte. But she was crying not to men but unto God. Aber sie weinte nicht bei Menschen, sondern bei Gott. And God answered her prayer. Und Gott hat ihr Gebet beantwortet. And gave her a child. Und gab ihr ein Kind. Halleluja. Halleluja. So my God can give a child. Also mein Gott kann ein Kind geben. By the way, all children belongs to God. Hallelujah. Also ganz nebenbei, alle Kinder gehören Gott. Hallelujah. But this scripture is just to let you know. Aber diese Schriftstelle soll euch einfach wissen lassen. The reason why we are here today. Den Grund, weshalb wir heute hier sind. Is because one day. Es ist wegen eines Tages. One woman. Eine Frau. Prayed. Hat gepriesen. Prayed unto God. Hat zu Gott gebetet. Prayed unto God. Hat zu Gott gebetet. She so much prayed. Sie hat so sehr so viel gebetet und just gepriesen. Like Hannah. Just like Hannah. So wie Hannah. And she said unto God. Und sie sagte Gott. If you bless me with a child.
wenn du mich mit einem Kind segnest, I will come back into your house with this child. Dann werde ich in das Haus kommen mit diesem Kind and celebrate your name. Und werde deinen Namen feiern. And that's why you and I are here today. Und deswegen sind du und ich heute hier. Because God has answered her prayer. Denn Gott hat Gebet erhört. Halleluja. Halleluja. Can you clap for that God? Könnt ihr für diesen Herrn mal klatschen? Isn't my God amazing? Ist unser Herr nicht eindrucksvoll? God is so good. Gott ist so gut. Halleluja. Halleluja. Let's go from the book of Luke 2, 21 to 38. Okay. Lukas 2, 36 bis 38. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Anna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt und hatte 7 Jahre mit ihrem Manne gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht von dem Tempel wich, in dem sie Tag und Nacht mit Fasten und Flehen diente. Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte den Herrn und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. Halleluja. Halleluja. There was another woman. Da war also noch eine andere Frau. Anna again. Anna, nochmal. Annas, you are blessed. Halleluja. Annas sind gesegnet. Halleluja. This woman, diese Frau, she was a widow. Die war eine Witwe. But she dedicated the rest of her life. She gave the rest of her life. Sie gab den Rest ihres Lebens. To be in the house of God. Dafür im Haus Gottes zu sein. Just to be praying and fasting. Einfach nur um zu beten und zu fasten. She was praying and fasting. Sie betete und fastete. Because she heard a promise of the Lord. Denn sie hatte ein Versprechen Gottes gehört. She heard there was a promise. Sie hörte, dass da war ein Versprechen. That the redemption will come from Jerusalem. Dass die Erlösung von Jerusalem kommen so werde. She was there praying and expecting to see this redemption. Sie betete also und erwartete diese Erlösung zu sehen. And one day, und eines Tages, she came to the temple to continue to pray. Kam sie zum Tempel, um weiterhin zu beten. And the Bible says in that day, und die Bibel sagt, an diesem Tag, she was full of joy and gave thanks to the Lord. War sie voller Freude und gab Preis dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Why? Warum? Because that day, denn an diesem Tag, she saw a child in the house of God. Sah sie ein Kind im Haus Gottes. She saw the result of her prayer. Sie sah das Resultat, das Ergebnis ihres Gebetes. She came that day in the house of the Lord. Sie kam an diesem Tag in das Haus des Herrn. Just like you have come today. So wie ihr heute hergekommen seid. But that day was a different day. Aber an dem Tag, dieser Tag war ein anderer Tag. It wasn't the days like the others. Es war nicht ein Tag wie die anderen. Tell your neighbor the day is a different day. Sag deinem Nachbarn, heute ist ein anderer Tag. Today is a different day. Heute ist ein anderer Tag. Today is a different day. Heute ist ein anderer Tag. There is a child in our midst. Es ist ein Kind in unserer Mitte. I have come to see a child. Ich bin gekommen, um ein Kind zu sehen. I have come to see what the Lord has done. Ich bin gekommen, um zu sehen, was der Herr getan hat. I have come to praise God for what he has done. Ich bin gekommen, um den Herrn dafür zu preisen, was er getan hat. Anna came that day to pray.
Anna kam an diesem Tag, um zu beten. But she began to give thanks unto the Lord. She began to give thanks unto the Lord. Sie begann dem Herrn zu danken, ihren Dank zu geben. Maybe you came today here to pray. Viele von euch sind heute hergekommen zu beten. Like other Sundays. Wie an anderen Sonntagen. But today. Aber heute. You have come to give thanks unto the Lord. Aber heute werdet ihr dem Herrn Dank geben. Halleluja. Halleluja. Anna gave thanks to the Lord because she saw baby Jesus in the temple. Hannah gab dem Herrn Dank, denn sie sah das Baby Jesus im Tempel. Because that day Mary and Joseph brought Jesus to dedicate him unto the Lord. Denn an diesem Tag brachten Maria und Josef Jesus her, um ihn dem Herrn zu geben. So instead of her praying, im Gebet, instead of her praying, anstelle ihres Gebetes, she began to give thanks unto the Lord. Anstatt zu beten, gab sie Dank dem Herrn. She didn't pray. Sie betete nicht. But she gave thanks unto the Lord. Aber sie gab dem Herrn Dank. As you are here right now. So, wo ihr, wie ihr jetzt hier seid. I want to invite you to be on your feet. Möchte ich euch einladen, aufzustehen. So we will give all thanks unto the Lord. So dass wir alle dem Herrn. For what he has done in our midst. Unseren Dank geben für das, Halleluja. Was er in unserer Mitte getan Maybe hat. You have come with your issues. Vielleicht seid ihr mit euren Angelegenheiten Maybe hergekommen. You have issues in your house. Vielleicht habt ihr irgendwelche Angelegenheiten Maybe in eurem you Haus. Have problems you are going through. Ihr habt vielleicht Probleme, durch die ihr hindurchgeht. Maybe you there is sickness or something you are going through or your family members. Vielleicht gibt es da Krankheiten, die ihr durchmacht oder welche von euren Angehörigen der Familie. But I want to ensure you. Aber ich möchte euch versichern. If you begin to give thanks unto the Lord for what he has done. Wenn ihr anfangt, dem Herrn Dank zu geben für das, was er getan hat. God is taking care of your issues as well. Dann wird Gott sich auch um eure Angelegenheiten kümmern. You will go home and begin to meet solution. Ihr werdet nach Hause gehen und die Lösungen treffen. You will go home and begin to hear good news. Ihr werdet nach Hause gehen und gute Neuigkeiten hören. Because the same God who has done these wonderful things. Denn derselbe Gott, der diese wundervollen Dinge getan hat, he will be doing things in your life. Die wird er auch in eurem Leben tun. Because of the thanksgiving you are giving right now. Wegen des Dankes, den ihr gerade gegeben habt. Like Anna did, she came to pray. Wie Hannah es tat, sie kam um But zu beten. She saw a child in the house of God. Und sie sah ein Kind im Haus des She's Herrn. Like, no, I have to thank God for this baby. Sie sagte, oh, ich muss Gott für dieses Baby I danken. I have to thank God for this child. Ich muss Gott für dieses Kind danken. Can you begin to thank God for this child now? Könnt ihr jetzt Gott für dieses Kind danken? Can you begin to thank God for this child? Könnt ihr bitte anfangen, Gott für dieses Kind zu danken? Open your mouth and say thank you, Lord, for what you have done. Öffnet euren Mund und sagt Danke Gott für das, was du getan hast. I thank you for this child, Lord. Ich danke dir für dieses Kind, Herr. I thank you for this child. I have come here today. Ich danke für dieses Kind. Blessed be your holy name, Lord. Gesegnet sei dein heiliger Name, Herr. Thank you for what you have done. Danke für das, was du getan hast. Thank you for what you have done. Danke für das, was du getan hast. Thank you for what you have done. Danke für das, was du getan Thank hast. Thank God, because when you are thanking God. Dank Gott, denn wenn ihr Gott dankt. There is power in thanksgiving. Es ist eine Kraft in der Danksagung. While you are thanking God for this child, wenn ihr Gott für dieses Kind dankt, God is taking care of your children. Dann wird Gott sich um eure Kinder kümmern. The same blessing he's putting on the child, denselben Segen, den er auf euer Kind legt, is going to your children as well. Geht durch eure Kinder genauso. Because our God is the same God. Denn unser Gott ist derselbe Gott. What he did yesterday, was er gestern tat, he does it today. Tut er auch heute. And he will do it tomorrow. Und er wird es auch morgen tun. He never changes. Er verändert sich niemals. He's the same God. Er ist derselbe Gott. Yesterday, gestern, today, heute and forever. Und für immer. As he blessed them, als er sie gesegnet hat, he's blessing you as well. So segnet er euch genauso. Because you have come to witness what God has done. Denn ihr seid hergekommen, um das zu erleben, was Gott getan hat. His blessing comes upon your life. His blessing comes upon your life. Sein Segen kommt in euer Leben. His blessing comes upon your family.
Sein Segen kommt auf eure Familien. His blessing comes upon your children. Sein Segen kommt auf eure Kinder. In Jesus' name. Im Namen Jesus. In Jesus' name. Im Namen Jesu. The Bible says the Lord, baby Jesus was growing in grace. Die Bibel sagt, das Kind Jesus wuchs in Gnade auf. In favor. In Freude. In wisdom. In Weisheit. In intelligence. In Intelligenz. In the fear of the Lord. In der Furcht des Herrn. Before God and before men. Vor Gott und vor den Menschen. Pray for this child. Betet für dieses Kind. That she will grow. Dass sie wächst. In grace. In Gnade. In favor. In Freude. In wisdom. In Weisheit. In intelligence. In Intelligenz. In the fear of God. In der Furcht Gottes. Before God and before men. Vor Gott und vor Menschen. As you are praying. Indem ihr betet. The same grace go to your children as well. Kommt auch dieselbe Gnade genauso zu euren Kindern. Your family. Zu euren Familien. Pray for this child again. Betet nochmal für dieses Kind. Pray for this child. Betet für dieses for Kind. For God answer prayers. Denn Gott beantwortet Gebete. Anna prayed and God answered. Anna hat gebetet und Gott hat geantwortet. When you pray, God answer as well. Und wenn du betest, dann wird Gott auch antworten. It doesn't matter who you are or where you come from. Es kommt nicht darauf an, wer du bist oder wo du herkommst. When you pray, God answer. Wenn du betest, antwortet Gott. Even if it's today's your first time here, when you pray, God answer. So, und wenn es dein erstes Mal ist, dass du heute hier bist, wenn du betest, just pray antwortet for the Gott. Child. Just pray for the child. Bete einfach für pray das for Kind. This child. Bete für dieses Kind. Father, I thank you for this child. Vater, ich danke dir für dieses Kind. Thank you that I am here today to witness what you have done. Danke, dass ich heute hier bin, um zu erleben, was du getan hast. Thank you for your blessing. Danke für deinen Segen. Your name be glorified. Dein Name ist verherrlicht. Your name be exalted. Dein Name ist erhöht. Now and forevermore. Jetzt und für immer und ewig. Thank you that we have witnessed your power. Danke, dass wir deine Kraft bezeugen und deine Herrlichkeit. We give you thanks. Wir geben dir Dank. We give you honor. Wir geben dir Ehre. We give you glory. Wir geben dir die Herrlichkeit. In Jesus name. Im Namen Jesu. Can you give a clap to the Lord? Könnt ihr bitte für den Herrn klatschen? Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. I believe some of us